Willkommen zurück zu einer neuen super verschneiten Folge South Park Snow Day. Mit dabei ein Mann, der sich Merle schimpft und auch gelegentlich Kreis. Die Elfen müssen ich mit den Schlüsseln und dem Schnee Benzin gelegt. Abgehauen sein. Ich hab dir Verfolgen gesagt, lass den gelben Spur. Schnee. Lass den gelben Schnee in Ruhe. Aber der gelbe Schnee macht so viel Spaß. Es ist so spaßiger Spaßschnee. Oh, spaßiger Spaßschnee, der mir total mundet, weil man mir ihn schön ins Gesicht und in meinen Mund schmieren kann. Schön warme gelbe Schneecreme. Schön warmgelb. Warmgelbe Schneecreme. Boah, ich habe hier eben gerade so eine Kühlbox aufgeprügelt. Da kam voll viel Zeug raus. Kann ich den Kennen hier wir uns? Verprügeln? Nee, erwachsene Dauer kann man nicht. Verschwinde! Nur, aber, Guck mal, hier friert einer in seiner Hütte. Ich wollte ihn abstechen. Ich meine, es ist so kalt, dass selbst die Wasserspenderstrahlen gefroren sind. Aber wir sind irgendwie immun gegen diese Todeskälte. Wir sind Kinder. Es ist schneefrei. Weil wir keine Drew-Kids sind, ne? Weil wir keine Drew-Kids sind. Okay, wir können auch hier lang. Hier sind wir nämlich das letzte Mal gar nicht lang. Ganz neue Wege. Nee. Guck mal, du kannst ja auch übers Eis. Ja, wir waren das letzte Mal Richtung Benzin gegangen. Und jetzt hier geht's Richtung Schlüssel. Spieler 2, das ist eine Kanone. Du kannst diese Eisblöcke damit zerbrechen, wenn du eine Kanonenkugel findest. What? Oh. Wow. Wow. Wir brauchen eine Kanonenkugel, um Eisblöcke zu zerbrechen. Ich habe eben gerade selber hier so eine Katapultkanone verwendet und bin voll durch die Gegend katapultiert worden. Ein bisschen Katamaran-Katapult-mäßig. Dann lass doch erstmal hier den Schlüssel holen, oder? Neue Kraft freigeschaltet, Bullenansturm. Siehst du irgendwelche Kanonenkugeln? Wie, du hast einen Bullenansturm bekommen? Weil ich 25 Container geknackt habe irgendwie. Oh. Spieler 1, es ist eine Kanonenkugel. Wo? Hat sie die Kanone und brech das Eis. Ich habe auch den Bullenansturm. Wo hast du die Kanonenkugel das gefunden? Das Essen ist noch nicht fertig. Hier. Eine Bowlingkugel. Ach so. Er hat gesagt, weißt das Essen ist noch nicht fertig. Oh, hier, guck, hier vorne ist die Kanone. Ich bin ein bisschen langsam, weil ich muss eine dicke, fette Cannonball durch die Gegend schleppen und ich kann nicht schwerer als dein Kopf wahrscheinlich. Kanonenkugel laden. Wohin soll ich jetzt schießen? Da hinten auf die Höhle. Die Höhle da hinten, glaube ich. Aber guck mal, hier ist noch was. Da drüben. Ja, da ist die wieder spawnt. Ja, da guck mal, da ist... Ja, die liegt da rum. Was ist das? Eine Kischt? Hier ist eine schwarze Kischt. Hier ist eine schwarze Kischt. Geil, Mann. Klopapier. Jede Menge Toilettenpapier. Genau das, was wir brauchen, um die Weltherrschaft endlich an uns zu reißen. Endlich die wunderschöne Weltherrschaft. Damit die fiesen Drews nicht gewinnen. Die jagen uns. Die haben es auf uns abgesehen. Die wollen die Schäkel von uns klauen. Sie wollen schäkeln. Und? Was habe ich jetzt zerlegt? War da irgendwas Wichtiges? Noch ein Schatz. Noch einer? Ja. Ich will hier so eine Kühlbox zerlegen, aber die ist so komisch positioniert. Ja, die auf dem Boot vorne, ja, die habe ich auch gerade. Oh, Toilet Paper. Im Rausch des Klopapiers. Dunkle Materie. Päckchen dunkle Materie. Warte mal, hier wird mir der Schlüssel angezeigt. Pass auf den Grill auf! Ey, pass auf den Grill auf! Ja, bei mir hat er gesagt, habt ihr keine Hunger? Habt ihr keine Hunger? Ne, hier geht's jetzt zu Schlüssel County. Na, du musst ja die Quest immer, wir hatten ja gestern während der Aufnahme, wir haben dann aufgehört und müssen jetzt mal von vorne anfangen quasi. Seilrutschen. Natürlich mussten die Elfen hier sein. Lass dich nicht von den Seilrutschen ablenken, die sehen viel spaßiger aus, als sie sind. Die Elfen haben... Frech. Warum hast du das jetzt weggedrückt? Ich hab nicht gedrückt. Ich hab auch nichts gedrückt. Ich hab nichts gedrückt. Klang nämlich so, als hätte ein Spieler hier gedrückt. Nein. Rausch der Seilrutsche. Wenn, dann müssen eh beide drücken. Ich bin tot. Ich bin tot. Entschuldigung. Ich mach nicht mehr mit. Oh, ich will den hier abschießen, aber irgendwie... Oh. Ich spiele eine Bullshit-Karte. Welche? Laseraugen. Oh, das war's schon. Juckt ihn da oben irgendwie gar nicht, du. Das sind Halbvampir-Elfen. Hat der eine riesige Milchflasche hinten drauf?
Du hast die Schlüssel. Kann man Schneemänner vernichten? Oh, 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 oh. Riesenwuchs. Jetzt wird's groß. Der What? Gegner hat eine Bullshit-Karte gespielt. Sie haben jetzt Riesen-Neulinge. Haltet Warum haben wir fern, keine Riesen? Oder sie zermalmen euch. Ich spiel doch deine Bullshit-Karten. Oh. Bullshit. Geh drauf. Ich bin unbesiegbar, Dummkopf. Los, oh, Merle, von den Auen landen! Boah, boah. Ich hab Platin erhalten. Platin? Vergiss nicht, du kannst doch furzen, ne? Ja, ich weiß. Hier oben rennen auch noch so ein paar Mini-Elfen rum, die machen auch böse Damage. Oh, er rennt einfach durch mich durch hier. Oh Gott, ich hab keinen Dings mehr. Hinter den Schild, Leute! Na los! Ich brauch ja... Ich brauch Heilung. Ich hab hier Wurst oben. Ich hab hier eine Doppelwurst. Du kannst nicht ständig in Pfeile rennen und überleben, du Depp. Du Depp. Boah, das ist nicht gut. Irgendwas macht hier richtig böse Schaden. Nein. Ja, hier die... Ja, klar, aber irgendwas anderes Kleines schießt mir immer in den Nacken. Das sind nicht die Riesenwuchs-Ladies. Ich bin betäubt. Oh nein. Boah. Ich hab's nicht kommen sehen. Jo, ist besiegt. Aber auch richtig Brocken raus aus den Kids. Boah. Bullshit. Guck mal, hier oben liegt auch noch voll viel Klopapier und so, ey. Ich hab mich eben gerade berauscht am Wienerchen. Obwohl, ich glaube, das sind irgendwie Käseflips oder sowas, ne? Ja, irgendwie. Ey, haben wir einen Spieler verloren? Ist einer draufgegangen? Weiß ich nicht. Guck mal, da hinten ist... Dorfmaus. Ich spüre eine Dunkelheit. Nice, gibt's ein Upgrade. Wie versteckt die sich da wieder? Boah, geil, Alter. Ich hab den mächtigen Cthulhu beschworen und krieg 100 Klopapierlis. Boah. Das ist die Währung der Anderswelt. Klopapierlis. Blutsaugende Flamme. Erhöhe Seltenheit der fliegende Dolche. Ja. Ein legendäres Upgrade, Alter. Krieg sogar einen Erfolg für. Platin-Teile erhalten, yo. Ey, was es hier alles gibt, ne? Es gibt schon irgendwie krass Zeug. Ja, es gibt krass Zeug. Boah, war es hier oben schon? Guck mal, ja, das ist Jimmy Warmer. Ja, wir haben doch hier, sind wir nicht hier gestartet? Sind wir hier gestartet? Nee. Manche Leute bleiben im Wald beim Park richtig hängen. Der Stab feuert nun 3 Kugeln ab. Ah ja, ein schönes Upgrade. Also ich habe jetzt hier entgegengesetzte Aura. Das bedeutet, wenn ich jetzt so ein Wiener Stäbchen mache, dann nehmen die Schaden. Was ziemlich lässiges. Das hatte ich auch. War das ja noch eine Schatzkiste, Junge? Junge, guck doch mal, Schatz, du. Dunkle Materie am Start, Junge. Hat die dunkle Materie gegessen, ey. Krass, was es hier noch gibt immer, wenn man denkt, man könnte schon weiterrennen. Naja, man muss sich genau Aber umgucken. Wir müssen hier lang, ne? Kann man den Rucksack hier noch zerlegen? Ne. Ne, leider nicht. Das ist dunkle Materie-Rucksack, ne? Dunkle Materie-Rucksack, Junge, ah, jo, schwere Knochen. Ich hab neue Premium-Karten gemacht. Die machen deine Upgrade-Karten noch stärker. Alter. Du hast eine Premium-Karte. Nimm sie dir einfach. Boah, ich krieg jetzt erstmal hier so eine Premium-Karte. Ausbluten. Du bist auf den Schlachtfeldern versteckt, also halt die Augen offen. Der ist jetzt Premium Deluxe. Blutsaugende Flamme. Wir müssen aufhören, uns so zu treffen. Blutsaugende Mutter. Ey, wir kriegen nur, wir sind ja schon OP dann bald. Wir sind Wunderbar, wahrscheinlich bald OP. Taschenpirat habe ich bekommen. Gegner lassen 40% mehr Toilettenpapier. Fallen. Warte, ich will hier noch die Tonne zerlegen. Oh, da oben ist noch eine Kiste. Ja, man muss sich wirklich richtig gut umgucken, wenn man hier alles haben will. Wie kommen wir denn da hin? Hüpfen. Kommst du da hoch? Ich bin schon oben. Oder hochfurzen geht auch. Kannst dich auch hochfurzen. Ja, stimmt. Es gibt noch den Fart. Fart Attack. Was ist da hinten bei dem Laster? Kann man da auch irgendwie hin? Oh ja. Guck mal, da hinten ist auch noch was. Und nochmal eine Kiste. Und nochmal eine Kiste.
Nochmal richtig schön Toilet Paper Deluxe. Guck mal da, die Wand leuchtet hier. Die Tür von der. Ja, ja, da kann man irgendwas noch knacken, backen. What? Guck mal, die kann man zerlegen. Da ist auch nochmal Kram drin. Boah, richtig viel Kram. Ich denke, wir werden am Ende OP sein. Und dann wird Cartman wieder neu anfangen wollen. Wahrscheinlich werden wir am Ende OP sein. Ja, guck mal, wenn du jetzt einfach da rausgelatscht wärst. Ja, jetzt voll viel Kram nicht bekommen, so an Loot. Komm, hier geht's auch nochmal hin. Hä, will wir hier einen alternativen Weg gerade? Wahrscheinlich. Ey, das sind Geschenke hier oben. Das waren so Geschenkpakete. Im Baumhaus hat einer hier irgendwie Mr. Henke Geschenke. Irgendjemand hat ins Baumhaus gekackt. Guck mal, da geht's auch nochmal hoch. Auf das Ding kannst du rauf. Kannst du hier rüber rennen? Das war die Alternativroute. Für echte Abenteurer. Die echte Super Abenteuerroute. Der Super Abenteuerclub Route haben wir gefunden. Da wandern sie, die beiden Neulinge. Na, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Hä, was war denn hier gerade für ein Symbol? Hier hinten ist Benzin. Ich nee, hab nur das Benzinsymbol. Grüne Symbol. Achso, du kannst wahrscheinlich, weil ich den Schlüssel habe. Wird mir angezeigt, dass ich den Schlüssel. Kannst du irgendwo reinstecken? Ja. Jetzt brauchen wir noch Saft hier. Das heißt, wir müssen nochmal zu den fiesen Elfen. Boah, sicher, ne? Ah, hier unten nicht auch noch jemand in der Ecke? Guck mal, da ist doch noch hier die Dings. Waren wir da schon? Bubarella? Der Gothic. Bei den Gothics hier. Na, oh, renne ich auch noch hin? Ne, da waren wir noch nicht. Bei den Java Emos? Und jetzt bei den Java Emos. Die alte Java Ritze, 100 Klopapier. Na, ich hol mir Wohlstand. Klopapier. Das ergibt Sinn. Ich hol mir ein bisschen Wohlstand ins Haus. Mit, denn ich upgrade das ist meine Karten. Kein Spiel. Und gebe eine dafür ab. Nee, ich will so die ultimative Wohlstandsverwahrlosung. Bin direkt hier drin gelandet. Perfekter Flug. Verdammt! Kyle muss sie gewarnt haben. Eine seiner Elfen muss den Benzinkanister haben. Ja, die hatten wir gestern. Und dann, ja, ja. Die Kanisterelfe. Ja, die Kanisterelfen, die waren fies. Ja, viele sagen halt, das ist ja gar nicht wie die anderen Teile, aber es ist ja auch nur so ein kleines Arcade-Game. Na, das ist ja gar nicht darauf ausgelegt, wie die anderen zu sein. Das ist einfach nur so ein kleines Fun-Game. Ja, ebenso nach dem Motto, hey, wir sind noch auf dem Markt und vielleicht kommt ja dann irgendwann mal wieder ein richtig geiles. Oh, jetzt, ach der Bullshit, Alter. Jedes Arschloch schafft Multikills mit Laseraugen. Ja, siehst du, mit Laseraugen schafft es jeder. Das Kind auf dem Dach hat das Benzin, auf ihn. Schön Multikill gemacht, ey. Mit Laseraugen, schwach, Alter. Au, voll scheiße. Voll scheiße, hat einer gesagt. Siehst du, das ist kacke. Na gut, pass mal auf, dann mach ich hier. Bull. Die Kerle, was? Tod von oben. Nein. Und wir haben halt zum ersten Mal die deutsche Synchro, ne? Ja. Das halt auch. First time. War ein Heilungstotem. War nicht bei einem von den zwei Teilen deutsche Synchro? Nein. Echt nicht? Ich bin jetzt nach Hause. Krass. Okay. Cool, du hast das Benzin und die Schlüssel. Oh, er macht wieder Bullshit. Was? Alter, hier Graf Kakula. Es ist wirklich so, dieses, wir haben Vampire. Ach, das Bullshit, weißt du? Diese Höhle stinkt nach Elfen. Aber sie ist der einzige Weg zum, halt Bullshit, zum See und zum Schatz. Nein! Ich hab zuerst getroffen. Nein, ich. Ich bin jetzt ein Vampir. Verdammt. Bullshit. Wenn sie vorne blocken, greifst du von hinten an. So kompliziert ist das nicht. Ja, komm ich aber nicht ran. Ja, aber die haben ja voll die Mauer. Was? So, ich hab die erstmal angefurzt. Nein, mein Ich mach von hinten mehr Schaden. Das ist dumm. Macht euch bereit. Hinter jeder Ecke können Elfen lauern. Ich kann härter furzen. Aber wo ist der Vampir? Warte mal, lass hier noch in dem Gebiet umgucken. Nicht, dass wir wieder was übersehen, ne? Weil Spieler 3, der rennt da schon wieder vorne rum. Spieler 3 ist ein Bot. Naja, aber er rennt trotzdem vorne rum. Hier, eine Kiste. Hab eine gefunden.
War ein bisschen dunkle Materie drin. Spieler 3, zügel deine Wut. Zügel deine Wut. Wir hassen alle Elfen. Oh, hier ist ein Vampirelf. Was sag ich doch, da ist er, der Vampirelf. Bullshit. Wenn du nicht mit einem scheiß Bogenschützen klarkommst, dann such dir einen Freund, der es kann. Hast du ein Totem platziert? Ich hab hier ein Totem hingesetzt. Na, guck mal, meins hat so eine Actionfigur mit einer Knarre dran. Mein Totem kann ballern. Voll geil, ne? Ja. Alabama Mike, oder wie hieß der? Alabama Man. Nicht jeder Mann aus Alabama schlägt seine Frau. Nicht den Bogen. Das war's für mich. Alabama Man. Er trinkt Alkohol und schlägt seine Frau. Alabama Man. Nicht jeder Mann aus Alabama schlägt seine Frau. Wie war Höhlenforschen? Nimm das, du blöde Schlampe. Oh, Totem Wirkenbereich, ne? Ich hol mir, ich hole mir Gasgleiter. Viel Glück für den. Kann ich mehr furzen? Kann ich mehr defeklieren? Ich gehe ein bisschen auf mehr Aura. Der Aura. Mein Telefon ist kaputt. Der Aurologe. Der Auror. Ja! Ich habe schon 528 Toilet Paper. Echt, ne? Ich habe nur 3,55, aber ich habe vielleicht auch was ausgegeben oder so. So, jetzt haben wir Benzin. Du hast Benzin, ne? Kannst du nicht abliefern? Nee, da muss hier benötigt. Der gnomische Moloch gehört jetzt wohl uns. Füllt ihn auf und lasst es krachen, Neulinge. Ich liebe den gnomischen Moloch. Hä? Ey, dafür hättest du nicht Benzin reinmachen müssen. Der wäre doch auch so runtergerollt, jetzt mal ehrlich. Ist da unten ein UFO? Endlich geschafft, mit meiner Führung und meiner Weisheit. Gott sei Dank, du hast es geschafft, du hast mich gerettet. Ich bin schon den ganzen Tag hier gefangen. Ich wäre rausgekommen, aber an der Tür da drüben ist ein Elfenschloss der Stufe 3. Ich bin so glücklich, ich habe diese Truhe voller Klopapier gefunden. Alle in der Stadt horten das Zeug. Vor allem dieser verdammte Storch. Es ist mehr wert als Geld. Ich bin reicher als Storch. Neuling, lass uns nach Kyle suchen. Ja, Kyle, ja. Ich kann dir zeigen, wo er ist. Aber, oh Mann, ich stecke hier schon so lange fest, ich muss wirklich mal scheißen. Such die Antworten einfach in dir selbst und du findest alle Antworten, die du brauchst. Du weißt schon, glaub an dich selbst und so, und es wird sich zeigen. Ich gehe jetzt scheißen und reibe dieses Klopapier diesem Scheiß-Storch ins Gesicht. Das ist das Ende für dich. Du wirst hier sterben. Die Elfen haben einen Hinterhalt gelegt dafür. Sollen da, was ist das für hier, der alte Keildiener? Ein hoher Priester von Keil. Hohe Drew. Attacke! Schluss damit! Ja, ich bin tot. Oh, aber das ist ein UFO. Oh, was ist das denn hier? Die wandelnde Eiche. Ich habe meine ganzen Bullshits schon aufgebraucht. Au, ich bin tot. Ja, aber guck mal, ich mache hier super Deluxe Damage dank meiner krassen Totemfähigkeit. Bam, erledigt. Gar nichts. Ich konnte nicht blocken. Aber viel zu fest. Oh, ich bin tot. Schnell. Sie haben mich verletzt. Warte. Spieler 1. Je mehr Leute mitmachen, desto schneller ist dein Kumpel zurück. Die haben Käsebällchen, Leute. Mega. Die haben Käsebällchen. Alabama Man schießt auf die Leute. Alabama Man ist einfach der Beste. Mehr von denen. Alabama Man. Als wäre ein außerirdisches Raumschiff im Teich gelandet. Ich wette, ihre außerirdischen Körper sind alle eingefroren. Kommt schon, ist hier keine Heilung drin? Ich habe irgendwie Palpatine bekommen. Ja klar, das Spiel ist nicht so easy. Es war ein Spiel für Kids. Ist der South Park, ist der. Ah, ist immer ausgelegt. Klar, ist immer für Kids. Hab als Kid angefangen und... Ich auch. Wow. Ich hab die erste Folge South Park auf RTL hab ich geguckt, ja. Auf RTL. Nachts geguckt. Um 0.10 Uhr ja, hab ich ja durch die Bravo erfahren, dass die Serie kommt. Da hab ich gedacht, das will ich gucken. Weil da ging es um Fäkalhumor und Wörter, die wir noch nicht kannten. Ja, oder nicht sagen durften, aber kannten. Ja, ein paar kannte man echt nicht so. Ich weiß nicht. Ich glaube, Eselficker habe ich das erste Mal so richtig in South Park gehört. Attacke! Oh, flankiert den Neuling!
Alter, was geht jetzt? Bullshit-Karte. Die haben immer noch Bullshit. Schon wieder Vampire. Deshalb bin ich der König der Elfen. Ah, ich kann Kyle nicht sonderlich gut leiden. Wer macht denn hier diese Ranken? Ist das dein Bullshit? Nein. Das ist irgend so ein Elfenscheiß. Irgend so ein Druelfenscheiß. Irgend so ein Druelfenmist. Gib mir dein Blut. Ich bin jetzt ein Vampir. Stopp die Blutung! Heil dich! Im Hot Topic. Wie ging das nochmal? Nein! Spieler 2. Oh, was? Bleib nicht zu lange liegen. Ziemlich nubisch. Die Pfeile schießen auf mich. Ich brauch mehr Heilung. Da musst du Alabama Man holen. Ja, ich hab nicht Alabama, ich hab nur Käseflips. Meiner schießt nur mit Käseflips. Wo kamen denn die Pfeile her? Super, Spieler 1. Du bist wirklich der beste kleine Heiler, was? Oh. Du heilst einfach alle. Spieler 1 ist einfach geiler Typ. Das riecht ja kein Butters. Ja, aber von Kyle will ich eh keine Komplimente. Das war Butters. Und von ach so, Butters will man. War von Butters will man. Ich hab nicht oben rechts geguckt. Geblockt! Ja! Ey, der blockt da unten richtig heftig. Heilige Scheiße, ich kann nicht glauben, dass du das überlebt hast. Schau, ich bin tot. So, Freunde, wie es weitergeht, erleben wir leider erst beim nächsten Mal. Guck mal, was ist das da oben für ein krasser Elf hier? Der Nekromanten-Elf hier oben. Guck dir den mal an. Ja, ich glaube, der kam mit dem UFO. Da sitzt ein Schaf drin. Komm schon, öffne das Tor. Nee, ist eine Kuh. Klar, ah, natürlich. Jung. War noch auf Kühe. Und ein Alien, guck. Auch ein Alien ist drin. Ja. Gut, Leute, helfen? Bis zum nächsten Mal. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und tschö. Tüdelü.